Ich habe hier diesen Unterstand, Regenrinnen dazu, sammeln das Wasser. Das ist allerdings ziemlich im Rost, die Regenrinnen. Ich habe schon Ersatz besorgt, so sehen die Teile aus. Und wie das wieder ausartet, das anzuinstallieren, das sehen wir in diesem Video. Labor 2B, Neues aus der Projekteküche. Für die Dachrinne habe ich natürlich alle Teile besorgt. 100er Dachrinnen und 87er Rohre dazu. Und Endverschlüsse natürlich, die werden dann am Ende einfach aufgeklickt. Das funktioniert ganz gut. Das ist, glaube ich, Zink. Ich weiß nicht, Zink und nicht Stahl. Kunststoff geht doch immer ein bisschen zu schnell kaputt. Und das ist immer ganz wichtig, ich weiß nicht warum, die Dachrinnen-Leute sind immer ein bisschen komisch. Diese Dachrinne zum Beispiel, die ist siebenteilig, wenn sie größer wäre, wäre sie fünfteilig, irgendwie so, So, und der Ablauf für ein 100er Rohr ist kleiner, das ist ein 78er, 87er, eins von dem, keine Ahnung. Ja, also wenn man das weiß, kann eigentlich nichts schief gehen. Ja. Ich weiß nicht. Also ich will niemandem die Schuld geben, ich habe wahrscheinlich einfach dösig bestellt. Ich wusste das. Ja, für ein 100er, für eine 100er Dachrinne, die Ablaufgarnituren, die Ablaufrohre sind dann, jetzt will ich ihn gucken, 87 oder 78, ich und gucken, wir sind nicht so Freunde. Oder 79, also kleiner jedenfalls. Ja, und warum ich jetzt 100er Rohre besorgt habe, ob ich da falsch geklickt habe, die passen natürlich nicht. Das heißt, bevor wir das andrehen, müsste ich die zurückschicken. Da war ich natürlich, ich hatte auch mal eine Herausforderung gehabt, deswegen gab es so lange kein Video. Jetzt muss ich also zurückschicken, geht nicht mehr, das ist zu lange her. Ja, da lassen wir uns doch eine Alternative ein, nicht? Was wir da zusammen dann frischen, umbauen. Da finden wir. Wenn so ein Rohr zu groß ist, was macht man damit? Austauschen oder natürlich längs durchsägen und ein bisschen zusammendrübeln. Klaus Peters heute da, der hilft ein bisschen mit, wunderbar. Wir probieren einfach mal. Wenn das viel Lärm macht, dann ist das gut. So, zusammenrollen das Ganze. Dann wollen wir mal gucken, ob das passt. Das passt wunderbar. Man könnte das entgraten, aber das machen wir dann später. Das wird dann anschließend noch entgraten. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ja, jetzt auf der anderen Seite noch so ein Ding. Ah! Wunderbar. 100er Rohre sind viel besser. Warte, Rödeldraht. Also ich würde es jetzt mit Draht machen. Ja, genau. Oder Popnieten. Und entgraten. Also wir entgraten das noch. Das wird gemacht. Wunderbar. Ich würde sagen, so machen wir das mit den anderen Rohren auch und dann kann ich die dann nachher anbringen. Wunderbar. Weiß ich nicht, wenn man das Material so heiß macht, dass es selber, ist es dann nicht schweißen, egal ob das... ja, gute Frage. Also du hast auf jeden Fall, wenn man es lötet... Das ist ja meist ein anderes. Es Lot ist was anderes als... Das ja, aber wenn du das hier generell lötest mit Flamme, dann ist es nicht heiß genug und dann fällt es auch sofort zusammen. Ja, und irgendwo dazwischen ist der Punkt. Ja, ich denke mal, das müsste man über so ein Elektro. Kriegt man den auch klein? Probieren wir mal. Ne? Das ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Weil da so nützt er mir nichts. Genau. Also seitlich noch irgendwie wichtig machen. Wo muss der rein? Das ist eigentlich nur der Auslauf am Ende. Wenn ich mich nicht irre. Habe ich da zwei von? Theoretisch hätten wir den nicht ganz schneiden sollen. Dann hätten wir den einen einfach unten groß gelassen. Ja, wir sehen mal. So kann ich ihn eh nicht verwenden. So oder so? Ja, gute Frage. Ich hätte es so gemacht. So. Also jetzt. Ja, korrekt. Ganz viele Finger weg. Ja, ich halte flach.
Ah ja, das ist aber nicht so schön anschließend. Ne? Nee, das ist logischerweise. Eigentlich kann das nicht funktionieren. Aber ja, da ist ein bisschen Zink. Nehmen wir auch mal gebrauchen. Darum geht's. Einmal schick und gerade das Ganze. Und dann ist die Idee mit den Popnieten eigentlich gut. Ich hätte jetzt einfach mit Draht umwickelt. Angeblich sieht das dann aus wie ein bisschen gefuscht. Popnieten machen wir gerne mal. Lange nicht mehr mitgearbeitet. Einmal vorbohren und dann die Popnieten. So, idealerweise nimmt man das in richtigen Größe. Ich habe hier so ein Sammelsurium an Popnieten. Das ist immer nicht so was, was man so richtig oft benutzt. Aber scheinbar muss man noch den Einsatz reinpassen. Gucken wir mal, wie sich das Ganze hier anfühlt. Ja, das war zum Beispiel gar nichts. Ja, dann machen wir nochmal. Muss ich ja mal ausbohren. Nee, das will so nicht. Da habe ich hier. Ich habe so ein Sammelsurium hier an Nieten. Die haben dann alle einen unterschiedlichen Durchmesser, das wird so nichts. Da muss ich nochmal bei. Ich glaube, ganz viele haben so eine olle Kiste irgendwo rumfliegen. Nieten, Sammelsurium, alle durcheinander. Ja, dann muss man erstmal wieder rausfinden, welchen Durchmesser brauche ich. Ich habe hier das jetzt scheinbar die richtige Nummer gefunden. Und das fühlt sich auch schon ganz gut an. Die Zange ist auch schon ein bisschen dezent verbogen, aber es funktioniert. Da habe ich so ein bisschen Weltraumluft. Das sieht auch gut aus. So sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir hier tatsächlich ein Rohr jetzt in dem passenden Durchmesser. Sehr gut. Das gefällt mir. Ob ich das Ding hier einigermaßen sinnvoll hingebogen kriege, weiß ich noch nicht. Das kann natürlich eigentlich nicht funktionieren, logischerweise, weil das hier unterschiedlich ist. Ich kann da mit der Blechschere ein bisschen was machen. Das ist auch nur der Auslauf nachher am Ende. Der darf dann auch ein bisschen größer sein, ein bisschen wackeln und ein bisschen Dengel haben wir, da kriegen wir was hin. Passt wieder nicht. Die ist zu grob klein. Die passt. Auf. So, ich habe meine 7 Sachen gepackt. Und die nehmen wir jetzt mit auf die Weide und dann bringen wir den ganzen Kladderadatsch mal an. Das ist die alte Dachrinne, die ist denn doch nicht mehr ganz so gut. Eigentlich ist das nicht mal eine Dachrinne. Da hat mal jemand irgendein Stück Rohr da entlang geschnitten. Naja, ging soweit gut, aber das wird natürlich jetzt schick. Du kommst erstmal irgendwo hin. Als erstes müssen wir die Halter exakt. Dafür verbinde, ich setze die einfach ineinander. Das ist genauso. Und diese Stücke am Ende werden einfach aufgesteckt. Achtung, gib rechts und links. So, glaube ich. Thank you.
mal probiert, die werden nicht eingebürgert, sondern halten von sich. Okay, da brauchen wir mindestens ein bisschen Kraft. Meinungsverstärker. Da scheint es einen Trick zu geben. Ich hatte es vorher ausprobiert, da werden einfach halt gebürdet. Irgendwie brauchen die doch ein bisschen Kraft. Da muss ich mal nachgucken, wie man das macht. Keine Ahnung. Fallen so wieder runter. Okay, das müssen wir nochmal nachgucken. Das ist jetzt doof. Dann fangen wir an zu sägen. Sägen ist auch gut. Wichtig, erst messen, dann sägen. Die muss ich haargenau in der Mitte schneiden, das ist okay hier. Also schneiden. Das ist doch perfekt, das passt doch super. Es ist so dezent windig hier. Ich meine nicht, dass die verlötet werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So ein Scheiß. Braucht man nicht. Wird überbewertet. So, die werden einfach ineinander geklappt. So. Es hat ein perfektes Gefälle. Wenn ich das hier runterziehe, ab dann. Perfekt. Jetzt kommt die Tasche. Das sind die Abläufe. Die werden hier reingeklappt. Dort einmal zu. Und vorher müssen wir natürlich kennzeichnen, wo wir das bohren. Das Ganze ist ganz bewusst etwas knapp. Das könnt ihr gerne 10 cm mehr haben. Nur 10 cm mehr heißt gleich ein ganzes 2 Meter Stück dazu kaufen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, hier soll das Wasser reinfließen. Das Ganze wird so gestellt, dass es auch passt. Jetzt, man denkt jetzt, das ist hier zu kurz, das stimmt nicht. Der Container kommt noch ganz etwas rüber. So, haargenau ungefähr hier. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das Ding aufzubauen, aufzuschrauben, aufzubohren, ist eine Möglichkeit. Auch da kann man das natürlich mit der Schere machen. Ich würde gerne anders bohren, dann bohre ich nicht in den Tank, aber dann sieht man nicht, wie ich bohre. Wo hatte ich angezeichnet? Da. Ja, genau, ungefähr da. Perfekt. Man könnte das auch noch eben ankörnen, aber das... Falls das unprofessionell aussieht, das täuscht. Deswegen dem Wind. Kamera irgendwas. So, das hier wird jetzt einfach hier eingesetzt. Ah, das passt ja perfekt. Das hier wird umgeknickt. Mit dem Hammer festgebunden. Idealerweise richtig rum. Du musst das so rum. Ich würde sagen, perfekt. Das passt noch nicht ganz. Da muss noch ein bisschen was unten ran. Aber wie gesagt, da werden wir stattdessen den Container hierher machen, dass der mittig zwischen diesen beiden steht. Und in der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen Kürbis ernten.
Der war hier versteckt. Gut, kommen wir zur anderen Seite. Da machen wir das Gleiche natürlich auch. Weiter geht's auf der da gegenüberliegenden Seite. Die ist genau spiegelverkehrt zu der. Ich hätte also einfach das andere Video nehmen können und einmal spiegeln können. Aber wir machen es natürlich sowieso. Das ist ausgerichtet. Und das Stück Verlängerung. Das ist aber wirklich verdammt eng hier. Und auch hier wieder markieren. Und bohren. Versuchen Sie nicht, den Arm abzureißen. Wenn man das vernünftig hält, dann geht das auch, aber dann sieht man das nicht. Ein Tod noch. Okay. Ach, Entgraden. Da war was. Nicht das Entgraden vergessen. Das Ding ist jetzt ein bisschen schräg geworden. Es scheint mir so, als würden diese Halter, die habe ich wo gefunden bei mir irgendwo auf dem Hof. Das ist der Vorteil, man findet auf so einem alten Hof überall irgendwo mal was. Ja, der Nachteil ist, dass das manchmal dann nicht ganz so passend ist. Das wird wieder eingehängt, oben umgeklappt, leicht festgebördelt. Hier hinter ist eine Rastnase, die habe ich jetzt leider nicht gezeigt. Hier sieht man, das ist jetzt zu weit, das ist nicht nah genug dran. Also wenn ich den ganzen ein bisschen rüberschiebe, das mache ich aber nicht jetzt, dann passt das Ganze. Frage ist noch, wie verhindern wir das mit dem Laub? Dass hier Laub reinkommt. Möglichkeit 1, naja, kommt halt Laub rein. Die andere Möglichkeit, da kommt ein Sieb zwischen. Es gibt also Systeme, ich mag die alle nicht, die haben bei mir alle nicht funktioniert. Das machen wir einfacher. Wir nehmen ein Stück Windschutzfolie. Und das kommt da einfach drunter. Anders als ich kann man das natürlich ein bisschen besser festmachen. Ich zeige das mal ein bisschen genauer hier mit der Kamera. So, und jetzt sieht man, hier kommt das Netz drauf. Das wird natürlich auch noch ein bisschen festgemacht. Später kann man das hier schön unterklemmen. Mit Kabelbindern oder ähnlich hochwertigen Sachen sichern. Der Wind das nämlich auch einfach wegwehen. Das ist perfekt. Das Loch ist jetzt hier. Also gut, das ja, das wie gesagt, das machen wir noch. Ja, ich würde sagen, das Ganze sieht gut aus. Wir haben hier noch die Endstücke, die könnte man da noch reinsetzen, was jetzt wie gesagt nicht geht. Hier geht's, guck, das passt dann auch. Ha, jetzt ist das gar nicht mehr zu kurz. Diesen 90 Grad Bogen. Das ist vielleicht nicht ganz so kunstvoll geworden, den zu verkleinern. Ich weiß also auch nicht, warum ich den in 100 bestellt habe. Die andere Frage ist, warum habe ich den überhaupt bestellt? Weil ich es hier gar nicht brauche. Gute Frage. Gut, ist so. Nehmen wir so hin, gucken uns das andere nochmal von Weitem an. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbauen. Dachrinne. Nahezu perfekt.